Jetzt, Okay, denn mach das. wir sind in unserer nächsten Behausung angekommen und Das ist. Das ist der einfach absolute Scheiß. Ohne Mist, ey. ist Wir sind furchtbar. hier. Es gibt keinen Strom, also nur Wir Solarstrom. haben kein WLAN. Kein WLAN. Es ist Es ist vegetarisch. So. übelst die Scheiße hier. Ja, kompensiert wird das Ganze davon. Von einem ganzen Haus für uns alleine, nur für uns, Für uns Bobs, ja, für uns Stefans und Wallis und Leos. Guckt's euch an, wirklich. Hier, das. Und das ist nicht nur diese Bude hier, das ist, also nee, man muss es anders beschreiben. So, man kommt hier die letzte Kack-Dorfstraße auf Erden hoch, ist wirklich so. Eine Richtung, wenn es sich zwei entgegenkommt, hat man ein Problem. So. Und hier am Ende, Hang runter, kommen wir erstmal durch den Urwald. Die Straße kommt man nur mit Vierradantrieb wieder hoch. Und wenn man hier ist, sieht man mehrere kleine Häuser, unter anderem das. Und darin befinden sich alles mehr oder weniger Ferienwohnungen, Betten, Küchen und so weiter. Und das ist praktisch so eine Ferienwohnung-Einheit, habe ich das richtig verstanden? Die vermietet wird und eben auch für Woofer geteilt wird. So, und das ist praktisch, man geht da durch zu den einzelnen Hütten, geht man durch den übelsten Urwald, das ist wirklich so. Ja, unser Badezimmer. Und ja, was soll man noch sagen? Hier werden Bienen angebaut, genau. Ja, man Hier kommt durch gibt's Bienenstöcke Imkerei, durch, genau. genau. Einfach unklar. Und dann unten in. Unten. Ich werde schon Ja, jetzt also wir sächsisch. sollten vielleicht mal erklären, was das Ganze hier ist. Das ist ein, wir vermuten, buddhistisches Genau. Meditationszentrum. Und ja, das ist nicht das einzige hier. Also, ja, jetzt stellt's scharf. Sehr gut. Wo sind wir eigentlich? In welcher Gegend? Ah ja, genau, wir sind in Coromandel, das ist eine Halbinsel, südöstlich von Auckland. Und ja. Ja. Also irgendwie fehlt ein bisschen die Sprache, weil ich sie nicht kann und weil es einfach übelst Nee, hart es ist ist hier. wirklich, es ist Ja. irgendwie traumhaft schön, es ist ruhig wie nichts anderes. Man hört die Bienen ein Ja. bisschen so. Da oben fliegen sie. Ich weiß nicht, ob man Und es sieht. klar, es ist irgendwie so ein bisschen weit weg von der Zivilisation, aber es ist geil. Einfach krass, ja. Es ist wirklich irgendwie unglaublich. Also, dass wir so ein krasses Zeug hier erleben können und auch hier einfach so Das eine kriegen. riesige Unterkunft einfach nur für uns haben. Der einzige Ja. Faktor, wir wissen noch nicht, was auf uns als Arbeit zukommt, aber Ja. das Ja. wird, glaube ich, auch nicht allzu hart sein. Arbeiten müssen wir von 8 bis 1 ungefähr. Von 8 bis 1? Das ist Jo. nichts. Die Bude und Essen, das ist krass. Ja. Ja. WLAN, hast du was an Essen? Ja, Internet ist ja sehr, sehr schwer. Da muss man in die Stadt fahren, um richtig ordentlich Internet zu kriegen. Das Ja. ist vielleicht 20 Minuten Fahrt nochmal oder volle Stunde. 15 Minuten, Ja, ja. wie auch immer. Ist scheißegal, aber Es ist gerade wurscht. als allererstes. Ja, genau. Wir holen uns Yes. jetzt was zu essen und gucken uns das hier nochmal ganz oben an. Wir haben erst einen Ja, Bruchteil des genau, Ganzen das gesehen. ist Jetzt genau, nur das ist eigentlich ein den ersten gigantisches Ding. Meditationsschock. Ja, Ja, zu dokumentieren. Kulturschock, Genau, genau. Kulturschock. Gut. Ach, und da hinten wächst Gors. Nur so. Ja, was machst du gerade? Ja, ich sitze hier. Schön. Warte mal, ich glaube, Mit dem Busch irgendwas höre ich hier. Irgendwas ist hier laut. Ja, Irgendwas ist hier komisch. Vielleicht da hinten? Meinst du das da? Ah, ist das?
Was ist das denn? Was ist das denn? Oh Gott. Oh mein Gott! Nein! Hilfe! Ja, wir sitzen hier gerade im Busch, sozusagen. Mitten im Busch. Ich glaube, wir müssen etwas lauter reden, weil dieser scheiß Wasserfall tierisch laut ist. Mit dem Busch am Wasserfall. Am Wasserfall. Ne? In der Heimat wieder. Wir sind zurück. Die Elbe. Genau. Ja, etwas Umgestaltungsarbeiten vorgenommen. Haben etwas Neuseeland mitgebracht und hier sehen Sie jetzt die Elbe. Die Elbe mit Wasserfall. Da hinten ist ein kleiner Johannstadt. Also hier Busse. Ja. Sieht man. Schön. Ja, nee, wir sind gerade den Bach, der von Temuata und zwar derzeitigen unserem derzeitigen Zuhause, bis morgen noch, runterfließt. Voll durch den Dschungel durch. Ja, wir sind immer runtergegangen, weil wir gehört haben, hier gibt es einen Wasserfall, wir haben ihn gefunden. Ich wollte euch, oder wir wollten euch dann auf jeden Fall nochmal den Busch zeigen, wie er richtig aussieht und also die Wege, man, genau, die man langläuft. Wenn man zurückgeht, ja, also genau. Wenn Männer zurückgehen, dann zeigen wir, genau, ja, wo es lang geht, dann zeigen wir euch, wo es lang geht. Genau, man muss sich hier nämlich den Weg denken. Ja, so ein bisschen. Mit Kreativität kommt man hier sehr weit. Aber man findet immer schöne Plätze wie den hier und ja, jetzt, genau, wenn man hier, wenn man hier ja, geh du aufsteht, ist nämlich relativ eng. Man sieht. Da! Moment. So. Ja. Also man kommt irgendwie, je mehr Orte man kennenlernt hier in Neuseeland, desto näher kommt man dem Paradies, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht, sieht man das? Das ist also super cool, weißt du? Ja, ja, da ist Wasser und das ist ein bisschen tief. Vielleicht ist hoch, weißt du? Giraffen knietief. Ja, und da wollten wir jetzt mal rein. Genau. Das war's für dich. Aber dazu nehmen wir die Kamera nicht mit. Ich. Aber okay. Genau, ja, das sperrt YouTube das Video wieder. Genau. Gut. Gut, dann bis, später, bis zum, zeige, zum Rückweg. Ja, genau. Tschüss. Hey. Ja, wir wollten euch mal den Dreck hier zeigen. Den scheiß Track. Ich stelle mich mal mit auf den Track. So, und dann hier auf dem Boden, das ist richtig. Naja, man muss es wissen und dann gibt es ja da hinten ist eine Markierung. Und dann also solche kleinen Markierungen findet man hier überall so ein bisschen verteilt. Wir können ja mal ein Stück gehen. Genau. Genau, eine unserer Arbeiten war zum Beispiel einen dieser Pfade hier zu. Also zu säubern und säubern, genau, etwas deutlicher frei zu schneiden. Ich bin jetzt schon, wenn man drauf achtet. Das ist so ein bisschen Trampelfahrt, aber das ist halt wirklich sehr, sehr trampelig sozusagen. Ja. Der ganze Spaß, also Temuata ist 36 Quadratkilometer groß. Ja, genau. Stimmt. Irgendwie über 300 Hektar oder so, ist irgendwie sowas in der Nähe. 346 Hektar, ja, sind es, ja, glaube ich. Wie auch immer. Also 6x6 Kilometer. Ali, lass mich mal vor. Ja, so. Loch. Und dann, genau, solche Seile sind ja auch so, da darf man sich hier so festhalten und irgendwie drüber hieven. So. Und ihr seht, wenig. Ja. Das ist aber so. Wir auch. Ja, ihr könnt auch irgendwo Gandalf aus dem Wald kommen. Also hier eher weniger, hier ist viel Laub, aber es gibt teilweise, also da denkst du echt, da kommt gleich die Ent vorbeigelaufen. Also man, keine Ahnung, sind kein Herr der Ringe. Ja. Mensch, also man... Und diese großen, was aussieht wie Palmen, das ist Farn. Genau. Alles, was hier in den Weg hängt, das ist alles Farn. Und Nationalsymbol von... Also der Silberfarn ist ein Nationalsymbol. Der Silberfarn, der ist halt so. Hier, ist der Silberfarn?
Ja, genau, das. Ja, ich glaube, das ist Silber. Ich glaube, das. Aber das ist nur die Unterseite silbern. Ja, genau. Ich weiß es nicht. Hier! Ja? Da haben wir ihn. So. Fein. Das ist der ganze Baum. Im Endeffekt. Genau. Das sieht wirklich ein bisschen random aus, als würden wir jetzt hier durch so ein Waldstück laufen. Aber nein, da ist wieder eine Wegmarkierung. Genau. Ist halt ganz cool und das Coole ist. Das Coole ist, dass man sich hier. Dass man hier keine Angst haben muss vor giftigen Tieren oder so. Also, es wenn das noch dazu kommen würde, dann. Ja, wie in Australien. Genau. Hier geht schon noch in Australien. Ja, genau. Grüße an die Leute, die gerade in Australien sind. Australien ist ja. Tara und Lukas fallen mir jetzt ein. Ich weiß nicht, ja. Bestimmt noch auf einfach. Genau. Mainstream. Egal. Ja, genau. Wir schlagen uns jetzt hier weiter durch den Wald und wir sehen uns irgendwann wieder. Genau. Peace. Das ist neuseeländischer Regen. Holla. Warte mal, Bali, wie wird ja? Dein Licht irgendwie abschirmt, das nicht reflektiert, weißt du? Ja, ja. Crazy. Der Weg ist ein Bach. Kommt einfach so aus dem Nichts. Ja, Achtung, noch 3 Minuten geschätzt geht das hier weiter und dann scheint die Sonne. Scheint die Sonne. Genau. Wir waschen Wäsche. Arbeitet? Ja. Sie wollten unbedingt, dass wir filmen, wie wir Wäsche waschen. Ich hab's kaputt gemacht. Ich finde, das sind so wichtige Sachen im Leben. Das muss auch Männer können. Können Wäsche waschen. Also wir sind uns nicht sicher, ob wir es können. So, wie das Brides. Ja, mal gucken. Viel Spaß. Die nächste halbe Stunde seht ihr das hier. So, ich filme gerade schon. Okay. Wir sind gerade am Strand. Aber es ist noch gebuddelt und es ist schweinekalt hier, Alter. Und das krasseste ist, mitten im Nirgendwo. Check mal nach. Krass. Ist total heftig, ja. Also, wir sind hier gerade am. Kannst du mal nehmen, Leo? Nee, das Hand. Ne? Das Hand. Oh ja. Ja, alle drauf. Am Hot Water Beach. Am buddelnden Loch. Das Wasser kommt raus. Und es ist heiß. Also, krank, 60 Grad. Ja. Ja. Also wenn man intensiv verbuddelt, verbrüht man sich alles. Ja. In der Pfanne, wie du blinkst, kannst du hier bestimmt einspielen. Ich will es jetzt nicht. Guck mal, kannst krass. Du da dahinter zeigen, dass ich jetzt sogar Dampf. Mal, das Dampf alles. Ja, aber wie man auch sagt, es ist halt die nächste Attraktion, es ist halt, ja. Wo man immer, es verschiebt sich immer um eine Stunde, wir haben es jetzt gespielt. 11:30 Uhr. Ja, vor 30 ungefähr und dann ist es heute Nacht halt nochmal. Man muss warten, sich das genau, man muss warten, bis die Ebbe da ist, um verbunden zu können. Das ist irgendwie Lava unterirdisch hier ins Wasser und das Wasser kommt hier hoch und wenn man das buddelt, dann wird es geschöpft. Es sind jetzt die letzten Sekunden in Temuata. Wir fahren gerade hinten auf dem Truck. Dort, wo die Viecher immer mitfahren. Man sieht, genau. wie lieb die uns gewonnen haben. Ja. Wir fahren jetzt hoch zum Auto und dann geht's weiter nach Gisborne. Genau. Und hoffentlich fliegen wir hier nicht runter. Niemals! Vor allen Dingen noch mit einem Handy in der Hand. Yeah. Goodbye. See ya. Have a great time. Yeah. Our two friends. Say hello. It's for our video blog. Woo! Goodbye. Thanks. Yeah. So, jetzt wird gleich steil. Also ja, ich pack die Kamera jetzt mal lieber weg. Ja. Genau. Cheerio. Ciao. Woo! Thank you.
jeden Durst mit Bier gelöscht wird, wieder danach streben. Ein guter Trunk ist niemals schlecht, darum lasset uns noch einen geben. Wir trinken mit Freuden ein Bier oder vier und stehen freund an der Theke. Wir genießen das schäumende Nass, als der Wirt uns Saft aus dem Fass. Prost! By the riverside, gonna shake hands around the world.